Willkommen zurück. Ja, ich werde ja besser in den Rätseln und ärgere mich nicht mehr so viel. Wir haben es jetzt geschafft, hier rauszulaufen und irgendwie auch wieder reinzukommen. Hier durch so einen geheimen Gang. Ich kann gerade. Mit ihm reden können wir immer noch nicht und sie hat irgendwas von Rauchbombe erzählt. Ich weiß aber nicht so ganz, wie sie das machen möchte. Wir brauchen eine. Und, ah! Hey! Uranin? Ich kann eine Inschrift erkennen, aber sie ist verschmutzt und ich kann sie nicht lesen. Ich glaube, ich habe sie zu fest gereinigt. Ich kann die Inschrift nicht entziffern. Okay, jetzt bräuchte ich das andere Ding. Denke ich mal, jetzt bräuchte ich diesen Stift. Jetzt muss ich sanft die Patina entfernen. Mit dem Lappen wahrscheinlich. Müssen wir jetzt da über die Uhr gehen? Bei dem haben wir ja erstmal. Die Inschrift ist jetzt gesäubert, aber die Buchstaben sind zu klein, als dass ich sie lesen könnte. Ja, ein Problem nach dem anderen. Also zuerst war die Inschrift nicht lesbar, dann haben wir zu fest gereinigt, dann haben wir da was aufgetragen, dann haben wir es abgewischt. Jetzt ist es so klein, aber wir haben ja eine Lupe. Mary Celeste, 1872. Benjamin Spooner Briggs. Dieses Chronometer gehörte dem Kapitän des verlassenen Schiffes. Okay. Da sind zwei Gravuren im Uhrengehäuse. Mary Celeste 1872 und Benjamin S. Briggs. Okay. Jetzt hat er immer noch was von einer Rauchbombe erzählt. Lapp machen wir jetzt keinen mehr. Das wird nicht funktionieren. Ob wir hier oben noch irgendwas machen können? Im Boot war ja auch nichts mehr, oder? Ich sehe jedenfalls nichts. Muss sagen, ich habe das Gefühl, entweder werde ich besser oder die Rätsel werden zu einfach. Oder ich stecke einfach hinter das System. Die Gestalt ist immer noch da. Schöne venezianische Brunnen bezeugen. Das kennen wir doch schon. Ich kann gerade nicht reden. Na Es gut. gibt nichts zu diskutieren. Also soll ich weiter an meinem Dingens basteln hier? Okay, also ich kann ja die. Denk nach, Sil. Was soll ich denn damit machen? Die Fassade ist genau. Ich könnte entfesseln, den komischen Mann, wenn er mir so unheimlich ist. Bei dieser Figur. Komme ich Gänsehaut, deswegen gehe ich nicht rein. So. Ja, irgendwas müssen wir jetzt noch mit dem ganzen Kram machen. Champagner. Festes Plastikband. Die kann ich gebrauchen. Dieses unentbehrliche Werkzeug kann auch für Restaurierungsarbeiten verwendet werden. Eine Handvoll getrockneter, ungewöhnlich geformter Samenkörner. Aber ist das nicht der Baum des Lebens? Vielleicht stopfen wir Eine Handvoll getrockneter. die Samen in die Flasche? Wir brauchen ein. Nein. Geht nicht. Probieren geht. Denk nach, das ist kein. Zu schade. Wir könnten ihnen draußen ja eine Widmung schreiben. Eine Kopie der Karte aus dem 16. Jahrhundert. Ich schätze, ein wichtiger Teil fehlt. Da sind zwei Gravuren im Uhr. Gut. Denk nach, probieren, denk nach, Sil, probieren, wir brauchen, das wird nicht funktionieren.
Oh Mann, jetzt bin ich aber wieder total ratlos. Habe ich hier da irgendwo irgendwas vergessen? Werbung für mein Buch im Programm. Ja, das war jetzt versiegelt. Hier war auch nichts mehr. Vielleicht liegt ja doch draußen noch irgendwas. Weil ich habe Das ist kein. jetzt schon alles miteinander Wir brauchen. kombiniert hier. Das wird nicht funktionieren. Geht nicht. Wir brauchen. Das wird nicht. Das ist kein. Uns fehlt ja ein Stück Holz oder sowas. Ich nehme einfach den Tisch mit. Sonst hätte ich ja den Denk Vorhang nach, Sylvie. abgeschnitten oder Denk. so. Aber wir können ja mal die Fragezeichenfunktion benutzen. Sie wurden von einem berühmten. Also, da war ich ja schon. Fenster zur Bucht hatten wir schon. Reiswolf, das hat man noch nicht. Wir brauchen ein. Probieren geht über. Das ist kein. Was sollen wir denn in den Reiswolf stopfen? Wir brauchen ein. Probieren geht über. Das wird nicht, geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Denk nach. Was sollen wir denn da reinstopfen? Wir brauchen eine Alternative. Also irgendwas Probieren. Soll hier rein. Nur was? Wir brauchen. Ich weiß, dass es unlogisch ist, da was reinzustopfen, aber. Wofür kann ich dann diesen Reißwolf anwählen? Venezianische Löwen bewachen die Geheimnisse der Bruderschaft. Venezianische Löwen. Okay, venezianische Löwen. Okay, hier ist auch nichts mehr. Ich schaue jetzt einfach mit der Lupe überall nach, ob ich irgendwas vergessen habe. Oder übersehen habe oder sonst irgendwas. So. Jetzt auch nur diese drei Sachen. Hier kommt man auch nur zurück. Vielleicht habe ich dann draußen doch noch irgendwas übersehen. Waren wir auch schon überall? Willkommen zurück zu Das Vermächtnis, der Baum des Lebens. Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil ich gerade schon wieder Ewigkeiten nicht wusste, was ich machen soll. Ist gerade mal immer noch die gleiche Aufnahmesession. Ich glaube, ich muss mit ihm nochmal quasseln. Ja. Ich habe die Inschriften entschlüsselt. Sie werden nie glauben, wem dieses Chronometer gehört hat. Nicht Ponce de Leon, nehme ich an. Sie machen Scherze. Das ist wirklich interessant. Also, wem hat das Chronometer gehört? Es gibt zwei Inschriften. Benjamin S. Briggs und Mary Celeste 1872. Mein Gott, das ist keine Kleinigkeit. Wissen Sie, der Kapitän verschwand 1872 spurlos. Mit der gesamten Mannschaft der Mary Celeste. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, wurde das Schiff am 4. Dezember von der Mannschaft der Dei Gratia treibend im Atlantik gesichtet, ungefähr 400 Meilen vor der Küste von Gibraltar. Alles an Bord war in bester Ordnung, aber sie konnten kein einziges Mannschaftsmitglied finden. Das muss schon eine gespenstische Erfahrung gewesen sein. Dieses Mysterium wurde bis heute nicht gelöst, obwohl verschiedene Theorien entwickelt wurden. Aber keine von Ihnen kann das Rätsel wirklich erklären. Wussten Sie, dass Briggs ein paar Jahre davor in Europa war? Angeblich in Marseille, obwohl ich Hypothesen gehört habe, dass er auch in Italien gewesen sein soll. Jedenfalls hat es dieses Chronometer bis Venedig geschafft.
Der Kapitän hat es wahrscheinlich auf dem Schiff zurückgelassen. Darüber weiß ich nichts. Aber es scheint, dass die persönlichen Güter zusammen mit ihren Eigentümern verschwunden sind. Das bedeutet, dass Briggs es nicht mit auf die Reise genommen hat. Und das ist ziemlich seltsam. Na, diese ganze Geschichte ist seltsam. Bei diesem ganzen Durcheinander habe ich vergessen, Ihnen zu erzählen, dass ich einen geheimen Raum unter der lateinischen Inschrift in der Nische gefunden habe. Das geheime Lager, wo die Kiste des Conquistadors aufbewahrt wurde? Es scheint so. Er war leer, abgesehen von ein paar Samenkörnern. Ich habe auch fast vergessen, Ihnen etwas zu erzählen. Bei den Unterlagen, die Sie mir aus der Konferenzhalle mitgebracht haben, war eine Liste mit den Sachen aus der Kiste. Aus der Zeit, als sie dort eingelagert wurde? Ja, die Liste stammt aus dem 16. Jahrhundert. Also, was steht denn auf der Liste? Okay, da steht, die besagte Kiste, die in der Fürsorge des Wächters belassen wurde, ist ungefähr eine Elle lang. Die Seiten bestehen aus Rosenholz und sind mit silbernen Rosetten reich verziert. Im Deckel, der mit einer dekorativen Platte verstärkt ist, befinden sich drei metallene, mit dem Schloss verbundene Scheiben. Der Inhalt besteht aus einer Pistole, einem Ladestock und einem Spannschlüssel, einem Krug aus griechischem Ton, der im Stile kretischer Töpferei verziert ist, und über zwei... gegenüberliegende Ausgießer verfügen. Die Kiste gehörte einst Juan Ponce de Leon. Eine Sache habe ich nicht in der Kiste gefunden. Und zwar? Einen seltsam geformten Krug, wenn ich es richtig verstanden habe. Stimmt schon. Da war eine Tonscherbe in der Kiste. Ein Ausgießer von einem Krug, um genau zu sein. Es ist möglich, dass der beschädigte Krug für eine ganze Weile um die Welt gereist ist. Ich habe gehört, dass jemand aus Kairo ihn gekauft haben soll. Haben Sie ein paar Einzelheiten für mich? Nein, tut mir leid. Einige Leute hüten solche Sachen wie geheimdienstliche Informationen. Und das ist auch hier der Fall. Pech. Vielleicht erfahre ich im Auktionshaus etwas. Okay, Ausstellung? Wissen Sie was? Jetzt, wo die Kiste gefunden wurde, lohnt es sich vielleicht, sie wieder an dem Ort auszustellen, an dem sie für so lange Zeit aufbewahrt wurde. Eine grandiose Idee. Wir könnten die Ausstellung mit einem wissenschaftlichen Symposium verbinden. Zum Beispiel die Rolle von Legenden bei der Entdeckung und Eroberung der neuen Welt. Ich werde Ihnen helfen. Ich spreche mal mit dem Museumsdirektor. In der Zwischenzeit wartet allerdings eine Menge anstrengender Arbeit an der Kiste auf mich. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Sie könnten sie in Form einer Lesung bei der Ausstellung in der Scuola di Santa Croce der Öffentlichkeit mitteilen. Gerne. Obwohl es mir immer noch kalt den Rücken runterläuft, wenn ich an die heutige Veranstaltung denke. Okay. Ein Mann hat angerufen, er wollte mit Ihnen sprechen. Hat er sich vorgestellt? Nein, aber er wollte Sie noch einmal anrufen. Okay. Ich muss allein darüber nachdenken. Ich werde Sie nicht weiter stören. Hallo? Sylvie Leroux? Graf Saint-Germain. Ich hatte vor, dort zu erscheinen, aber unter den Umständen... Sie wissen es also schon. Schlechte Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Was ist mit seiner Familie? Familie? Ich kenne sie nicht. Ich kann nicht lange mit Ihnen sprechen, also lassen Sie mich zum Punkt kommen. Ich möchte Sie gerne mit einer Expertenanalyse beauftragen. Es ist wichtig. Bringen Sie bitte Ihr Werkzeug und Ihre Reagenzien mit. Welche Reagenzien? Was soll ich analysieren? Eine bemalte Planke. Bringen Sie bitte alles mit, was Sie finden. Haben Sie das Chronometer bekommen? Ja, er gab es mir kurz vor seinem Tod. Dann bringen Sie es auch mit, egal ob Sie es schon geschafft haben, es zu untersuchen oder nicht. Das habe ich. Wirklich? Wunderbar. Bitte kommen Sie so bald wie möglich. Und die Adresse? Sie finden sie auf dem Chronometer. Auf dem Chronometer? Ich habe es sorgfältig untersucht. Da ist keine Adresse. Doch. Wenn das, was man über Sie erzählt, stimmt, werden Sie wissen, wie Sie mich erreichen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich kann nicht mehr sagen. Dieses Telefon könnte schließlich abgehört werden. Seien Sie vorsichtig. Wenn Sie den Eindruck bekommen, dass Ihnen jemand folgt, kehren Sie um. Seien Sie wachsam. Ich wurde heute fast umgebracht. Warum verschieben wir es nicht auf morgen? Das wäre wesentlich sicherer. Ganz im Gegenteil.
Vielleicht haben wir morgen keine Gelegenheit mehr, uns zu treffen. Okay, ich werde es versuchen. Denken Sie nur daran, mit niemandem über diese Angelegenheit zu sprechen. Nicht einmal in der Skuola. Gut. Ich erwarte Sie. Ich muss diesen Mann sehen. Und wenn auch nur, um das Chronometer zurückzugeben. In der Tat kann ich es gar nicht erwarten, ihn zu treffen. Das Keramikfragment, das ich kopiert habe, ist der Ausgießer des Krugs, der in der Kiste aus dem 16. Jahrhundert war. So. Das ist ja mal wieder sehr interessant. So, also wir müssen jetzt zu diesem Mann hin. Aber wo genau, weiß ich immer noch nicht. Wir haben ja immer noch diesen komischen Kerl, der uns folgt. Diese Liste. Wie war das mit der Rauchbombe, um zu verschwinden? Immer noch kein Taximann da. In einer Nacht. Okay. Ich kann mal die Ben Tucheltauben fragen. Ja. Kennen Sie das Casa Celeste? Sie meinen den Palazzo Celeste? Palazzo. Ach, Sie müssen den Kanal entlang. Geradeaus, rechts, links, zweimal rechts. Viermal rechts. Du willst sie im Kreis schicken? Das wäre doch lustig, oder? Warten Sie, wie heißen Sie? Ja, Silvirinu, ihr wolltet zu meiner Vorlesung. Wahrscheinlich müssen wir denen gleich ein Autogramm geben. Sylvie. Ah, wie diese Archäologin. Aber wissen Sie, es wird schwer werden, eine freie Gondel zu finden. Die Boote sind überfüllt. Es sei denn, Sie nehmen den Vampiretto. Sie können es mit Ertrinken probieren. Wenn eine Gondel vorbeikommt, springen Sie von einer Brücke. Die Passagiere fangen an zu schreien. Der Gondoliere zieht Sie an Bord. Das funktioniert? Das ist den Versuch nicht wert. Das Kanalwasser stinkt fürchterlich. Ich weiß. Ein Wassersegway wäre ideal für Sylvie. Man kann hier verschiedene Sportarten betreiben, aber glauben Sie mir, ein Bad im Winter ist nicht wirklich die beste Idee. Die ist da krank drauf. Arme Archäologin. Welche? Die Lesung halten sollte. Noch einen Drink und sie wird wieder normal. Warum arm? Haben Sie das nicht gehört? Sie wurde erschossen. Nein, nicht sie. Sie wollte ihr Buch promoten. Vielleicht war es ein enttäuschter Leser. Hm? Anstatt ein Computerspiel zu kaufen, gab er sein ganzes Geld für ein bisschen Papier aus. Ein Verrückter. Nur Verrückte erschießen Leute. Vielleicht war es ein Kritiker, ha? Er wollte gerade zu einem Spiel, als sein Redakteur ihm sagte, er müsse dringend eine Kritik über eine beliebte wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Er muss Spezialist für Kriminalromane gewesen sein, weil er wusste, wie man mit einer Pistole umgeht. Aber er kam mit dem Buch nicht klar, also tat er das Einzige, was er machen konnte. Peng! Er wusste nicht, dass man den Klavierspieler nicht erschießt. Hören Sie mir zu. Die Frau lebt. Das sind tolle Neuigkeiten. Lassen Sie uns feiern. Wurde sie gerettet? Oh Mann, ey, die Palle. Jemand anderes wurde getötet. Ein Gondoliere. Oh, ich hatte schon so ein Gefühl, dass wir heute kein Taxi erwischen würden. Erklär's mir, Bianca. Warum sollte ein Kritiker einen Gondoliere erschießen? Würdest du so ein Buch kaufen? Der Gondoliere war also auch Schriftsteller? Nein. Würdest du das Buch anstatt eines Spiels kaufen? Ich? Natürlich. Ich würde es kaufen und Sie bitten, es für mich zu signieren. Ja, genau. Ich kenne dich. Du würdest mit ihr flirten. Ich würde sie zu einem kostenlosen Glas Wein einladen. Hast du nicht gehört, dass sie nur knapp gerettet worden ist? Was wäre, wenn du kostenlosen Wein mit ihr trinken würdest und plötzlich würde der Kritiker auftauchen und... Peng! Ich würde sie retten. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was es bedeuten würde, für ihr Leben verantwortlich zu sein? Ich habe einen Kurs in Lebensrettung absolviert. Ich würde ihr eine Herzmassage verabreichen und dann Mund zu Mund. Oh, Fußmassage wäre am geeignetsten. Was? Was für ein Lebensretter bist du eigentlich, wenn du nicht weißt, dass sämtliche Stellen des Körpers eine entsprechende Stelle am Fuß haben? Du müsstest nicht ihr Herz brutal zusammenpressen. Ihre Brust? Du Lustmolch.
Sie hat schon genug Gewalt erfahren. Du könntest die Herzgegend an ihrem Fuß suchen und sie sanft mit dem Daumen massieren. Langsam. Ah, genau so werde ich sie retten. Ich zeige dir, wo der Punkt ist. Ach, Sylvie, ich schaffe es nicht. Vielleicht könnten Sie es ihm zeigen? Wissen Sie was? Ich werde das Buch samt Autogramm für Sie besorgen. Warten Sie einen Moment. Cool. Aber machen Sie sich keine Gedanken, wenn es nicht klappt. Ein paar kostenlose Gläser Wein tun es auch. Und belästigen Sie die Dame nicht zu sehr. Sie ist gerade erst gerettet worden. Sie verdient etwas Ruhe. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Stadt. Ciao! Sie finden uns im letzten Schuppen der Auffahrt. Wir sind so bescheuert. So, Stift. Ich werde es heimlich signieren, damit Sie nicht mitbekommen, dass ich der Autor bin. Nach dem, was passiert ist, halte ich mich lieber bedeckt. Das heißt, wir gehen woanders hin. So, einmal signieren und dann wieder abgeben. Ich habe das Buch für Sie. Mit einer Widmung. Für Bianca und Arnolfo, echte Liebhaber der Archäologie. Ich hoffe, Sie sind immer für einen Spaß zu haben. Sylvie Leroux. Oh, schön. Das haben Sie fantastisch gemacht, mein Mädchen. Aber wissen Sie was? Ich habe so ein Gefühl, wir sollten der Autorin persönlich danken. Ich glaube, sie hat heute schon viel zu viel durchgemacht. Arnie, ich weiß, dass du ein wundervoller Lebensretter bist, aber lass uns das Schicksal nicht versuchen. In Ordnung. Was fangen wir also mit so einer vielversprechenden Nacht an? Ich bin sicher, das bekommen Sie schon hin. Ich habe etwas vor. Ein Mann! Sylvie, wenn Sie sich lange genug unterhalten haben, nehmen Sie ihn einfach mit in die Stadt. Sie werden es nicht bereuen. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt möchte. Arnie, dränge sie nicht. Sie ist sich bei dem Kerl noch nicht sicher. Sylvie, da Sie ein Rendezvous haben, können Sie nicht so auffällig herumlaufen. Ich habe kein Rendezvous. Jedes anständige venezianische Mädchen trägt eine Maske, wenn sie zu einem Rendezvous geht. Nehmen Sie sie. Ohne Maske sind Sie auffällig nackt. Sie fallen einfach auf. Danke. Tja, jetzt sollen wir auch noch eine Maske tragen. Und noch eins. Ich nenne es den Baron Münchhausen-Trick. Wenn sich herausstellt, dass der Typ nichts ist oder gar lästig wird, stecken Sie ihm eine Fackel an und entzünden Sie sie. Sie werden in den 0, nichts los. Gehst du nicht ein bisschen zu weit? Das Mädchen könnte es wörtlich nehmen. Hör auf zu heulen. Ich liebe dich, weil du so verrückt bist. Und jetzt müssen wir etwas für Sylvie Leroux tun. Was meinst du? Ich habe so eine Ahnung, dass sie sehr traurig ist und momentan nichts dagegen tun kann. Darum müssen wir uns eine schöne Zeit machen. Super, klasse. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Stadt. Ciao. Sie finden uns im letzten Oh Mann, sind die abgedreht. Aber wir müssen halt da lang, ne? Oder am Kanal entlang. Etwas billiges Plastik über dem Gesicht und man ist eine komplett andere Person. Was ist das? Eine Fackel? Noch ein Requisit eines autodidaktischen Pyrotechnikers. Okay. Vielleicht werde ich dann mit diesem komischen Kerl auf der Brücke los. Das ist keine. Wir brauchen eine. Das ist kein. Probieren geht über. Ich dachte, wir könnten da reinstecken oder so. Weil da steht ja, dass wir uns die Finger verbrennen. Das ist kein. Das wird nicht funktionieren. Okay. Das ist kein. Geht nicht. Etwas billiges Plastik über. Ja. Wir haben sie aber noch nicht an, die Maske. Ich gehe mal einfach da mal rein.
Ich habe... Oh, jetzt habe ich es weggeklickt, Scheibenkleister. Es gibt gerade nicht... Ach ja, egal. Ihr könnt ja kurz das Video anhalten, da wird es ja hoffentlich drin sein, die eine Sekunde. Gehen wir einfach mal hier lang. Der Mann auf der Brücke wird es bemerken, wenn ich verschwinde. Und der Graf hat mich gebeten, vorsichtig zu sein. Ich kann ja einfach schwimmen. Wir brauchen eine... Vielleicht muss ich doch irgendwas mit der Gondel machen und die Gondel irgendwie losschicken mit so einer Rauchrakete oder sowas. Probieren geht über Studieren. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen eine... Geht nicht. Die Fackel da reinstellen. Probieren geht. Wieso geht denn das nicht? Normal kann man dafür irgendwie eine Flasche. Vielleicht muss ich irgendwie die. Flasche das wird nicht funktionieren. Und das Band zusammen. Die kann ich gebrauchen. Noch ein Requisit eines autodidaktischen. Denk nach. Ach. Die Fackel ist fast fertig. Etwas fehlt noch. Okay, jetzt habe ich sie aufgemacht. Probieren geht. Okay, mit der Schere, warum auch immer. Wir brauchen. Ich die aufschneide. Das ist kein. Wir brauchen. Wir brauchen. Was soll ich ihn da reinstecken? Geht nicht. Das wird nicht. Okay. Die Samenkörner? Probieren geht. Okay, die Samenkörner sind es nicht. Geht nicht. Ach, das ist ja vielleicht wieder eine doofe Kacke. Das ist kein. Probieren. Wir brauchen. Probieren geht. Geht nicht. Die Fackel ist fast fertig. Etwas fehlt noch. Das ist kein. Streichhölzer normalerweise. Die Fackel ist fast fertig. Etwas fehlt noch, aber was fehlt denn? Das ist kein... Etwas billiges Plastik über dem Gesicht. Denk nach. Ich denke ja schon nach. Wir brauchen... Das ist... Sollen wir denn das wird nicht anfangen? Probieren geht... Denk nach. Das wird nicht... Geht nicht. Wir brauchen... Denk nach. Wir brauchen eine Alternative. Vielleicht können wir den irgendwie benutzen. Ich fand es ja schon komisch, dass wir das Ding aufschneiden sollen. Geht nicht. Aber das war ja anscheinend der richtige Weg. Die Fackel ist fast fertig. Etwas fehlt noch. Was soll ich denn da reinstopfen? Wir brauchen... Es gibt. Ich werde verfolgt. Haben Sie einen Tipp für mich? Vielleicht können wir jetzt den Dreiswolf benutzen. Das ist. Geht nicht. Probieren geht. Die Maske? Nun, vielleicht ist das eine Verschwendung, aber ich komme heute sowieso zu keiner Party. Diese Streifen könnten mir aber noch nützlich sein. Hä? Ich dachte, die versteckt sich damit. Die Nebelwand ist bereit. Ach so, okay. Das wird jetzt meine Ablenkung sein. Ich hab's hinbekommen, um in die Lösung zu gucken. Ja! Okay, jetzt müssen wir die doch bestimmt hier hinstellen, oder?
Das wird nicht funktionieren. Okay, hier nicht. Wahrscheinlich doch draußen auf der anderen Seite. Aber ich hab's hingekriegt. Hier vielleicht? Wir brauchen eine Okay, das ist nicht das Richtige. Wir brauchen eine Okay, vielleicht sollte ich einfach. Das ist keine Mülleimer? Geht nicht. Ich könnte die doch probieren geht über. Denk nach, Sylvie. Hinstellen. Vielleicht muss ich doch irgendwas mit dem mit der Gondel machen. Obwohl das ja gerade nicht so aussah, dass man da irgendwas machen könnte. Achso, wir rennen gerade vollkommen in die falsche Richtung und das bringt's dann. Denk nach, Sylvie. Wo muss sie denn hin? Ah, doch da rein. Ah, ich war ja schon auf dem richtigen Riecher. Denk nach, Sylvie. Denk nach. Geht nicht. Zuerst sollte ich mein Verschwinden in der Gondel vorbereiten. Wir brauchen ein Verschwinden in der Gondel. Wir sind in der Gondel verschwinden. Wir brauchen eine alte. Das wird nicht. Denk nach. Wir brauchen eine Alternative. Wir brauchen. Probieren geht. Irgendwie probieren müssen wir geht ja das studieren, heißt es. Das Paddel reparieren, aber. Was meint sie jetzt damit? Denk nach, Sylvie. Sie hat ja gesagt, dass probieren geht über etwas schwierig ist, weil das Ding kaputt ist. Aber ich habe jetzt auch keine Alternative gesehen. Hier können wir auch nichts klicken. Irgendwie was. Probieren geht über Das ist keine gute. Zerbrochene Stange. Achso, da steht zerbrochene Stange. Ha 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 ha. Dieses unentbehrliche Werk. Restaurierungsarbeiten. Vielleicht müssen wir doch nochmal mit ihm sprechen. Ich weiß jetzt echt nicht, was. Es gibt nichts zu. Was könnte ich denn hier noch machen? Fenster zur Bucht, das habe ich ja auch schon alles gemacht. Ich muss ja irgendwie diese Stange reparieren. Hier hat er jetzt einfach den Spaten dran gesetzt oder so. Was kann ich denn hier nehmen, um zu flüchten? Ach Mensch. Vielleicht muss ich draußen irgendwas vorbereiten. Bei dieser Figur. Wir brauchen. Probieren geht. Das wird nicht funktionieren. Hier war ja auch nichts. Ich rede nur nochmal mit dem Pärchen. Verschieben wir diese. Ich kann gerade. Okay, das bringt auch nichts. Ach Leute, was muss ich denn tun? In einer Nacht wie dieser. Ja. Irgendwas mit dem Paddel. Das ist kein. Geht nicht. Wir brauchen. Will mich das auch noch durch den Reißwolf zerren oder so? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Weil ich meine, ich weiß ja, was da drin steht. Das wird nicht funktionieren. Okay.
Das Plastikband habe ich jetzt auch schon gefunden. Probieren geht über... Denk nach. Geht nicht. Wir brauchen eine Alternative. Ach ja, ich werde jetzt einfach mal kurz speichern und mal nachschauen. Bis gleich.